Wohingegen man ja zwangsläufig zu jedem Produkt mittlerweile ja online überall Datenpunkte findet, wo Kunden ehrliche Meinungen und ehrliches Feedback zu Produkten geben, wo ich überhaupt nicht verstehe, dass diese Daten eigentlich nicht viel besser genutzt werden, weil meines Erachtens nach sind sie qualitativ viel aussagekräftiger und viel besser als traditionelle Marktforschungsdaten. Das haben viele ehrlicherweise noch nicht erkannt, weil es ehrlicherweise eine riesige Kosteneinsparung ist.